Der Deal ist geclosed. Das Haus unter dem Codenamen Charlie Harper gehört jetzt offiziell in unseren Bestand. Wie das Closing ablief und wie dieses Haus mit seinen drei Apartments in unseren Bestand überging, genau darum geht es in diesem Video. Let's get into it. Der Lukas Show Episode 20. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor, Landlord, Vermieter hier in Philadelphia unterwegs, also an der Ostküste der USA. Auf meinem Kanal hier geht es um die Themen Immobilien, Investments und deren Verwaltung. Wenn euch das interessiert, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Unser heutiges Thema ist das Closing von dem Haus Charlie Harper. Hier nochmal alle Details zum Haus. Das Haus ist ein Triplex. Also drei Apartments in einem Mehrfamilienhaus. Diese drei Apartments sind alle drei vermietet. Wir übernehmen auch alle Mieter vom Stand weg und behalten sie natürlich auch. Die ursprüngliche Timeline für das Closing, das heißt der Eigentumsübergang von diesem Haus, war 30 Tage. Diese 30 Tage gelten von der Angebotsabgabe bis zum Closing, also dem Übergang. Diese 30 Tage haben wir leider nicht eingehalten. Die Ursachen dafür könnt ihr in diesen Videos, in dieser Playlist hier oben, euch nochmal alle im Detail anschauen. Da sind alle Videos zum Thema Charlie Harper zusammengefasst. Kurz gesagt, wir hatten einen Abbruch des Kaufprozesses, wir hatten eine Wiederaufnahme des Kaufprozesses, uns wurde das Gericht bzw. das Grundbuchamt gehackt. Und alle diese Umstände haben dazu geführt, dass das Closing nicht wie geplant nach 30, sondern jetzt erst zum Glück nach 60 Tagen doch noch irgendwie erfolgreich durchgeführt werden konnte. Wie läuft das eigentlich in Europa? Wie viel Zeit muss man da einplanen? Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was so eure Erfahrungswerte sind von der Angebotsabgabe bis zum Eigentumsübergang. Wie sieht so ein Closing-Tag eigentlich aus? Also zuerst geht es zur Bank, dort gibt es einen Scheck. Mit diesem Scheck geht man dann zum Haus und schaut sich das Haus nochmal an im sogenannten Final Walkthrough. Man läuft durch und schaut, ob das Haus noch so dasteht, wie man es bei der Inspektion zum Beispiel zuletzt gesehen hat oder ob es gravierende Veränderungen gab, ob was kaputt gegangen ist, was auch immer. Also einfach nur nochmal ein Abgleich. Wenn das alles gut ist, geht man zum Notariat, also beziehungsweise macht das Closing. Und in dem Fall haben wir uns dafür entschieden, das bei dem gegnerischen Makler zu machen. Die Title Company, also diese Notariatsleute, kommen dann dort vor Ort. Der Banker kommt vor Ort, Notariat kommt vor Ort. Wir bringen eine Maklerin mit, der Gegner hat eine Maklerin, also der Verkäufer hat eine Maklerin und der Verkäufer kommt natürlich auch. Also, das ist der Closing-Prozess an sich. Check abholen, jetzt geht's zum Final Walkthrough. Das heißt, wir gehen nochmal mit der Maklerin, mit meiner Maklerin durchs Haus und gucken, ob sich seit der Inspektion was geändert hat. Und danach geht's direkt zum Büro des Verkäufermaklers, also des Seller Agents. Und dort findet dann das Closing statt. Das heißt, da kommt die Title Company, das ist die Firma, die die ganze Title Research, also die Grundbuchnachforschungen und sowas angestellt hat. Und die machen dann Folgendes, und zwar bringen die alle Paperwork mit und versichern uns, dass alles clear ist mit dem Title. Das heißt, dass der Verkäufer auch der Verkäufer ist, der es verkaufen darf. Und dann ist das Closing. Ja, also bleibt spannend. Ich nehme euch mit, auf geht's. So, Closing Day, da ist der Scheck, der Teil vom Eigenkapital für das Haus, und hier rein geht es jetzt zum verkaufenden Makler, zum Closing. Der Notar kommt, der verkaufende Makler kommt und unsere Maklerin kommt. Auf geht's! So, anderthalb Stunden später, das Closing ist vorbei, eine Menge Papierkram. Da ist das Deed, die Mietverträge und ähnliches alles drin, und jetzt muss das Ganze erstmal gefeiert werden. Das Ganze nochmal zu toppen, gab es noch ein kleines Geschenk von der Maklerin. Der wird heute Abend geköpft, weil das war auch ein langer Prozess mit diesem Haus. Auf geht's. Das Closing war jetzt erfolgreich. Der Champagner von der Maklerin ist auch dabei. Der nächste Schritt besteht darin, zum Haus nochmal hinzufahren und sich eigentlich den Mietern vorzustellen und zu gucken, ob auch die Schlüssel passen. Ganz einfach. Jetzt nach dem Closing bin ich nochmal im Haus und werde unseren Willkommensbrief an die neuen Mieter einwerfen. Und da werde ich darum bitten, dass sie mir ihre E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter und so fort mitteilen. Dann kriegen sie einen Account in unser Cloud-System und damit können sie dann quasi ihren Mietvertrag und ihr Mietverhältnis und so weiter und so fort online verwalten. Und des Weiteren steht natürlich auch drauf, wie sie uns erreichen, welche Telefonnummern sie im Notfall anrufen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich nur so ein kleiner Handzettel, wer wir sind, was wir tun. Und ja, und um gleich abzustecken, dass jetzt das Ganze hier ein bisschen ordentlicher läuft und geregelter läuft als mit dem vorhergehenden Eigentümer,
werden die Briefkästen erneuert. Das heißt, es gibt neue Hausnummern bzw. Apartmentnummern und Namensschilder, die einheitlich sind. Einfach nur, um so ein bisschen Struktur reinzubringen. Cool. Diese Themen interessieren euch? Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Im nächsten Video zeige ich euch alle Zahlen, Daten und Fakten zu diesem Haus. Kaufpreis, wie haben wir verhandelt, was haben wir verhandelt, Ausgaben, Versicherungssteuern und so weiter und ganz klar die Einnahmen. Und da seht ihr, ob dieses Haus wirklich ein Renditeobjekt für uns ist oder nicht und was man hier erreichen kann mit Renditen. Bleibt spannend, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.